Ah, und hier haben wir wieder Musik von uns. Ole. Na, hat er wieder hier alles in Deko reingesteckt? Ich glaube ja. Der lasse sich aber einfach nur. Ich habe 8000 Koppel. Was mache ich damit? Deko. Mehr Deko. Koppel sind zum Ausgeben da. Tatsächlich, ne? Wenn du legal spielst, hast du ungefähr. Ah, verdammte Scheiße. Ungefähr 10.000 Koppers, ne? Naja, wenn ich halt alle Seriencups gemacht hätte, vielleicht auch, glaube ich, wäre ich auf 11.000 gekommen, ne? Oder habe ich nicht schon irgendwas bei 10.000 irgendwas? Vielleicht 12.000? Wahrscheinlich ein Google davon entfernt so ungefähr und ich wüsste sofort, wie viele Koppers man hier insgesamt bekommen könnte. Weil ich sage, es gibt auch ein Tool dafür, das Spiel hier. Scheiße. Um halt unendlich viele Koppers zu haben. Aber ich glaube nicht für Sunrise, sondern eben nur für United Forever. Nations Forever? United Forever. Ich wechsle es immer. Ja, das eine ist noch mit dem anderen Auto. Ah, ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht rauf, ey. Ich wollte sagen, perfekt fahren hier. Ja, ich habe irgendwo Angst gegen zu fahren, ey. Na, die roten Dinger, die, da bin ich ja immer safe. Weil die einen immer auf 1000 km bringen. Ungefähr. Ja, wieder nur ganz viel Deko. Da hat die ganzen Koppers reingedeckt. Und wenigstens wieder eine Silbermedaille. Ole. Chuchuland, nee, Chocoland. Nicht Chuchuland, Chocoland. Könnte dieses uralte Lied? Chocolate, Choco, Choco, Chocolate. Das war so, glaube ich, ein One Hit Wonder. Hat auch so ein ganz simples Musikvideo damals gehabt. Gott, ich habe das Lied schon seit Jahrhunderten nicht mehr gehört, aber ich habe es immer noch im Kopf. Ich glaube, ich muss es tatsächlich einfach gleich bei Google eingeben, bei YouTube. Dieses dumme uralte Lied, ey. Davor gibt es bestimmt auch keinen offiziellen Upload auf YouTube, sondern nur von irgendjemandem wahrscheinlich. Hast du ja tatsächlich, dass nicht jeder Interpret ein Musikvideo auf YouTube geladen hat, sondern dass davor nur ein selbst erstelltes Video, so gesagt, ist, oder ein aufgenommenes Video von noch damals von Viva oder MTV oder was gab es denn noch? VA1? Keine Ahnung, es gab auf jeden Fall ein paar mehr Sender, wo Musikvideos drauf liefen. Gab ja damals sogar Viva Plus und so, ne? Oder Viva 2. Wahnsinn. Und jetzt gibt's gar kein Viva mehr. Haha, Viva. Scheiße. Na, komischerweise, als MTV damals den Sendebetrieb eingestellt hat und dann ins Pay-TV gegangen ist, haben die als letztes Viva Forever gespielt von Spice Girls, wo du auch so denkst, okay. Naja, zu dem Zeitpunkt gab es dann auch nur Viva. Und ich glaube, dann hat irgendwann Viva auch aufgehört und ich glaube, die haben das tatsächlich auch dann als allerletztes Lied Viva Forever gespielt. Wo ich mir auch denke so, hä? Alle spielen sie die Spice Girls. Hä? Okay, naja, passt auch irgendwie jedes Mal, ne? Dann kam ja komischerweise MTV zurück zum Free TV. Weil die gemerkt haben so, wow, zwei Fernsehen, das klappt irgendwie nicht so ganz. Wir kommen zurück. Ja, und dann habe ich auch die Spur verloren von MTV, weil ich ja seit Ewigkeiten keine... Wo muss ich denn überhaupt hin? Seit Ewigkeiten keine Dings mehr geguckt habe. Kein Fernsehen mehr. Wo muss ich denn hin, Schöle? Ah, ich dumm. Ich muss so nach links, oh, ist das dumm, ey. Ich kann sowieso neu starten, weil ich war ja jetzt im Leben keine gute Zeit mehr. Guck mal, ein anderer Ersteller und... Schon ist die Strecke komplett anders. Wenn es nicht mehr MGR ist, sondern jetzt Frederick B60. Ich habe jetzt auch nur verkackt, weil ich halt dachte, du musst da runter. Aber es sah auch fast aus, ne? Der MGR hätte es so gebaut. Oh, die Schild bin ich auch schneller. Aber trotz Problem ist, jetzt weiß ich wieder gar nicht mehr. Nicht mehr, wo ich hin muss. Vielleicht war das auch nur Deko gewesen, wo ich gerade aufgefahren bin, ne? Ich bin auf die Deko gefahren, scheiße! Das ist das Ziel. Okay, die Strecke ist definitiv nicht lang.
Das heißt, hiermit machen wir einen super Rekord, weil wir jetzt genau wissen, wo wir längs fahren müssen. Hahaha. Ha, ha, ha. Ich und Rekord, das gibt's nicht. Dann wundere ich mich, ob ich die ganzen Goldmedaillen vorbekommen habe. Offiziell. Na, ich habe auch ein paar mehr Anläufe gebraucht, ne? Irgendwann hat's dann halt geklappt. Ich kann mich ja immer noch erinnern, dass ich so durchgedreht bin. Aber davon wird es hundertprozentig noch mehr geben von irgendwelchen Spielen, wo ich durchdrehen werde. Fuck, ey. Und bald wird es auch bei dem Spiel so sein, weil die Strecke eigentlich schwer ist und dann verkackst du wieder am Ende. Weil dir wieder irgendwie 10 km/h fehlen. Oder Meilen pro Stunde oder was auch immer das für eigentlich für eine Einheit da unten ist. Kartoffeln, Birnen, Bananen. Das ist einfach nur eine Zahl. Das haben die sich wahrscheinlich von Nadeo auch so gedacht, von wegen so, ach komm, wir wollen nicht sagen, dass KMH ist oder Meilen pro Stunde. Man kann sich das dann einfach selbst denken, was das für eine Zahl ist. Ah, geschafft. Gibt wenigstens eine Silbermedaille. Ich bin zufrieden. Baby. Okay. Wie heißt der? Vateur? Oder was auch immer es heißen soll, keine Ahnung. Es gibt aber auch teilweise einen Namen, ne? Wenn die Leute kreativ werden. Ich war auch mal kreativ und habe einmal einen Namen ausgedacht und den habe ich für immer behalten, ne? Ja, ist ja auch wiedererkennungswert, ne? Also deswegen machst du in der Regel ja nur einmal einen Namen und den hast du dann immer. Deswegen hat ja auch einige von euch noch wahrscheinlich die E-Mail-Adresse von damals, die ihr gemacht habt, ne? Wo dann irgendwie Eiszwerg 236 oder so heißen und die dann als, richtige E-Mail-Adresse nehmen zum Bewerben zum Beispiel. Und dann so, hey, wir haben eine Bewerbung von ICZwerk 63 bekommen. Was zur Hölle? Ah, ich merke das ja teilweise noch, dass die tatsächlich ihre so welche, die E-Mail-Adressen noch haben und die auch benutzen für irgendwelche seriösen Zwecke. Was irgendwie total komisch ist. Dumme Map 5, okay. Katerbark. Gucken wir mal, ob deine Strecke so dumm ist. Ach, das ist das Lied, wo ich letztens gesagt habe, oh, guck mal, das hat immer noch die schlechte Qualität. Das Lied, ich glaube, ich habe es immer noch nicht ausgetauscht. Ich faule Socke. Hallo, Let's Plays machen sie nicht von selbst. Also, ich muss ja die scheiß Let's Plays aufnehmen, statt die Musik auszutauschen. Ist ja theoretisch nicht viel Zeit. Ich müsste das mal raussuchen, wo ich das Original liegen habe. Aber ich bin mir nicht so sicher, wo das ist. Aber, naja, sonst halt neu runterladen, ne? Und wenn es das nicht mal auf YouTube gibt, ach, auf YouTube werden doch keine Videos gelöscht. Leider sind genügend Videos auf YouTube mittlerweile verschwunden. Wo dann einfach die Kanäle weg sind oder die Videos selbst gelöscht worden sind, ne? Das war knapp. Silbermedaille, jetzt können wir mal hören, ob das noch das alte Lied ist. Warte. Ja. Nee, ich glaube, hier kann man es jetzt schon weg, oder? Okay, vielleicht habe ich es doch schon kodiert. Ich weiß es nicht. Nicht für Noobs. Hier fährt der Noob 3000. Coldkiller. Ja. Stimmt, ist das wieder so eine Strecke, wo du wieder perfekt fahren musst. Das, was ich nie hinkriege. Ich verliere immer irgendwo meine 5 bis 3 km/h. Das ist einfach nicht reicht. Ich wollte gerade sagen, Minus-Dinger und ich schaff's nicht rüber, ey. Hätte ich gedacht. Slice me nice. Damals in den 80ern. Oh, ja, die Zukunft. Ich kann gar nicht erwarten. Die Zukunft gar nicht erwarten. Ich habe glaube ich, die falsche Dings genommen. Doch, nicht. Und heute, 2024. Ja, 24 haben wir. Noch.
denken sich alle, ich will in die 80er zurück. Deswegen ist er momentan halt so ein bisschen 80er-Trend, ne? The 80s Trend! Achso, okay, jetzt schiebt er mich einem weiter nach oben. Ich liebe das, wenn die Streckenbauer das machen. Haynes hat das auch immer gerne gemacht. Looping? Looping. Ja, das war's schon. Okay, gute kurze Strecke. Komm mal, gibt auch eine Goldmedaille. Goldmedaille. Aber für eine Strecke, die Not von Loops heißt, ist sie tatsächlich gar nicht so schwer. Vielleicht habe ich aber auch immer nur Glück gehabt und bin jetzt einfach perfekt gefahren. Keine Ahnung. Sind wir aber froh und fahren weiter. Euphoria. Na, Euphoria ohne Musik. Fuck. Und es ist wieder MGR. MGR hat wohl immer gerne seine Lieblingsmusik da reingetan, aber ich kann sie nach 20 Jahren nicht hören, diese Musik. Die Stimmen von damals, oder beziehungsweise die Musiktracks von damals. Okay, hier sind ganz viele blaue Dinger, die mir sagen, ich soll da reinfahren. Ja. Stumpf. Warum hat er das denn hier rechts überhaupt gebaut? Ist doch voll doof, ey. Schön, dass man die ganze Zeit diese typischen Luftgeräusche hört. Ich muss das mal graben bei Track mit der United. Wo dieses Geräusch war von diesen Luftgebläse. Ich kann das gar nicht nachmachen, weil wenn ich ins Mikrofon puste, das hört sich für euch scheiß an. Da musst du ja, wenn du die Geräusche machen willst, musst du ja am Mikrofon vorbei pusten. Scheiße. Richtig stumpf. Das geht natürlich jetzt aber nicht, weil ich kein Standmikro habe. Ich habe ja die ganze Zeit ein Headset auf dem Kopf. Ich habe ja auch von wegen gedacht, so, ja, ein Standmikro nicht eigentlich geiler? Na, für Let's Play würde ich sagen, glaube nicht, aber für meine Synchros, wo ich schon lange nichts mehr gemacht habe, da wäre es, glaube ich, tatsächlich besser mit einem Standmikro, weil da kannst du ja ein bisschen am Mikro rangehen oder weggehen, ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Obwohl, das mache ich ja nachträglich. Ich nehme in der Regel ja immer alles, selbst hier die Let's Plays, nehme ich alle immer zu leise auf und bearbeite die dann danach nach. Weil durch die Rauschunterdrückung, ja, kann ich die relativ hoch pushen, weil man hört ja keine Nebengeräusche. Das Einzige, was hier die Soundqualität schmälert so ungefähr, sind die Hallgeräusche aus dem Raum hier, weil der Raum, naja, es ist zwar ein bisschen was an der Wand, aber sagen wir es mal so, es ist nicht so viel. Und das halt hundertprozentig zurück. Also das könnte man theoretisch noch verbessern. Also würde es mal bestimmt hören, wenn ich in diese... hier alles ausfüllen würde mit diesen Eierpappschachteln oder was es auch gibt. Nein! Nein! Oh, fick dich da! Das war so nah! Ich bin schon fertig mit dem Käse hier. Egal! Rot, rot, rot! Wir schießen alle tot so. Oh, und wieder nach rechts! Oh ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich meine, ich habe gute Zeiten, schlechte Zeiten nie gesehen, aber ich trotzdem habe ich diesen scheiß Titel im Kopf. Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ey, hier ist auf Ubisoft,